Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vorlesung im Rahmen von Business Intelligence. In dieser Veranstaltung geht es um SQL. Unsere Einordnung in unser Business Intelligence Haus sieht so aus, dass wir jetzt bereits bei der Auswertung sind. SQL oder SQL ist eine Abfragesprache, die es ermöglicht, Daten aus einem Datenbestand herauszulesen, sie anzuzeigen und sie unterschiedlich zu formatieren. Das werden wir an verschiedenen Stellen brauchen. Wir brauchen das einmal, um Daten aus den operativen Systemen tatsächlich herauszulösen und in die Vorsysteme zu bringen. Wir brauchen es aber auch vor allem als Endbenutzerwerkzeug. Schauen wir uns einmal an, worauf SQL basiert. Als mögliche Abfragesprachen für unsere Datenmengen haben wir Relationenalgebra, das Relationenkalkül oder eben SQL oder SQL. Die Grundlagen von SQL sind mathematische und deswegen sind Relationenalgebra und Relationenkalkül auch mathematische Grundlagen. Die Relationenalgebra, ein prozedurales Vorgehen, das ist eines, das funktioniert wie ein normaler Formel-Editor, verknüpft Operatoren wie die Schnittmenge oder die Vereinigungsmenge von Mengen. Das Relationenkalkül, ein deklaratives Kalkül, ein deklaratives Vorgehen, der Prädikatenlogik erster Stufe, verwendet Bezeichner wie es gibt ein für alle Elemente aus gilt, ein und oder ein nicht. SQL mischt alle diese Operatoren, aber wir schauen uns im Folgenden einmal an, wie man in Relationenalgebra quasi SQL-Befehle vorwegnehmen kann und dass es dazwischen eine direkte Verbindung gibt. Es gibt eine direkte Grundlage, nämlich Logik und Mengenlehre. Alles das, was wir im Folgenden machen werden, sind eigentlich Mengenlehre-Vorgehen. Und die Operationen, die wir hier durchführen mit den Operatoren, sind auch welche, die direkt aus der Mengenlehre kommen. Auf der linken Seite sehen Sie zum Beispiel die Vereinigungsmenge mit dem Minus eine Mengendifferenz, ein kartesisches Produkt, eine Umbenennung, eine Selektion oder eine Projektion. Abgeleitete Operatoren, wie zum Beispiel die Join-Verbunde, lernen Sie im Folgenden kennen. Auch die haben eine mathematische Grundlage. Schauen wir uns einmal einen relativ komplexen Ausdruck an, den wir in den Folien an hinterer Stelle gezeigt haben. Wenn Sie sich diesen komplexen Ausdruck einmal anschauen, sehen Sie auf jeden Fall, es gibt hier eine Klammerung. Und genauso wie in einer mathematischen Klammerung arbeiten wir uns von innen nach außen vor. Wir benennen verschiedene Dinge um, damit wir leichter damit arbeiten können. Und wir arbeiten beispielsweise in der Mitte zuerst mit der Menge Voraussetzen. Die finden Sie in einem anderen Foliensatz etwas weiter vorne. Voraussetzen ist die Voraussetzung für eine Vorlesung, muss man eine andere Vorlesung zuerst gehört haben. Damit man damit besser arbeiten kann, benennen wir das um. Wir brauchen die auch zweimal. Wir brauchen einmal die Voraussetzungsmenge V1 und die Voraussetzungsmenge V2 und verknüpfen die miteinander mit einem Join. Dann haben wir quasi eine sehr, sehr große Tabelle, in der alle möglichen Kombinationen von Vorlesungen drin sind mit ihren Vorgängern und Nachfolgern. Der allererste Eintrag in dieser Liste, den sehen Sie hier unten. Wir haben quasi eine Vorlesung namens mit der Nummer 5001. Die hat einen Nachfolger 5041. Verknüpft mit dem zweiten Datensatz der 5001 und dem 5041 wiederum aus der Tabelle Voraussetzen. Wie man hier sieht, von dem ersten Nachfolger zu dem zweiten Vorgänger. Hier gibt es kein Match, das heißt, hier gibt es keine durchgehende Kette. Das, was wir suchen, ist der zweite Eintrag. Der Vorgänger ist die Vorlesung mit der Nummer 5001. Der Nachfolger davon, die 5041. Diese 5041 ist gleichermaßen der Vorgänger zu 5216. Das ist das, was wir am Ende suchen. Und Sie können sich vorstellen, dass wir jetzt eine sehr, sehr große Tabelle haben, in der sehr, sehr viele Einträge nicht miteinander harmonieren, so wie es hier in dem ersten Eintrag ist, und ein paar Einträge diese zufällige Übereinstimmung haben, dass der Nachfolger gleichzeitig der Vorgänger eines anderen Tupels ist. Und das ist das, was wir hier
in diesem Relationenkalkül einmal ausführen. Wir bauen uns V1 und V2 mit diesen jeweiligen Projektionen. Das ist die Tabelle, die Sie unten kriegen. Und dann machen wir eine Selektion über diese Tabelle. Das heißt, wir gehen zeilenweise durch diese Tabelle durch, suchen uns Einträge, bei denen V2 Nachfolger gleich 5216 ist. Das ist hier in der Mitte der Fall. Und gleichzeitig V1 Nachfolger, das ist hier die 5041, gleich ist wie der V2 Vorgänger, das ist hier eben auch die 5041. Das heißt, diese Zeile hier, dieser Tupel, ist Teil unserer Ergebnismenge. Und so muss man jetzt eigentlich auch diese Klammern weiter auflösen. Wie gesagt, wir gehen von innen nach außen vor, also diese erste Klammer hatten wir bei der Projektion aufgelöst. Die zweite Klammer hier wird aufgelöst, wenn wir diese Gesamttabelle, die Sie unten sehen, aufbauen. Und die nächste Klammer war hier dieser Selektionsausdruck, den Sie hier gesehen haben, mit der 5216. Das ist also eine einzelne Zeile, die wir haben. Von diesen Zeilen finden wir natürlich noch mehr, ist klar. Ganz am Ende werden wir also eine Menge haben, wieder erneut eine Menge. Immer das Ergebnis solch einer Auswertung ist immer eine Menge, so wie der Ausgangspunkt immer eine oder zwei Mengen sind. Und dann machen wir das so, dass wir hier von den möglichen Ergebniszeilen noch schauen, welches ist denn der Vorgänger von V1? Also hier die Projektion von V1 Vorgänger, denn das ist dann die einzige Spalte, die uns interessiert. Und eigentlich interessieren uns ja auch nur unique, also wir brauchen nicht die gleichen Vorgänge mehrmals, die gleichen doppelten, sondern in der Relationenalgebra ist schon drin, dass eben jedes Mengenelement dann auch nur einmal vorkommt. Also von den drei Zeilen, die Sie hier haben, taucht am Ende eben nur die 5001 auf. Aber man kann sich sehr gut vorstellen, sehr schnell vorstellen, dass Sie wirklich so einen kleinen Baum aufbauen können. Also Relationenalgebra können Sie einmal dann auch probieren, das, was wir hier gemacht haben, umzubauen in eine SQL-Abfrage, denn die ist relativ straightforward mit zwei Selects, mit einem Select und einem Join. Aber das werden wir noch später angucken. Deswegen kommen wir auch zu einer wesentlichen Abfrage in der Relationenalgebra. Das ist der Join. Das ist die Möglichkeit, tatsächlich eine große Menge von Datenelementen zusammenzufassen. Also, wir haben Attribute in der einen Menge R, die eine Ausgangsmenge nennen wir R, die hat Attribute A1 bis AM, die einzigartig für diese Menge sind. Und dann hat sie noch Attribute B1 bis BK. Magischerweise finden wir diese Attribute auch in der zweiten Menge, wieder S, B1 bis BK. Die hat dann wiederum noch andere Attribute C1 bis CN, die keine Entsprechung haben. Also wenn Sie beispielsweise so etwas haben wie hier unten, Studenten hören Vorlesungen, dann haben Sie bei Studenten die beispielsweise die Matrikelnummer als Attribut, welches hier in Studenten drin ist. Das ist aber auch in Hören drin, denn Hören ist ja einfach nur die Tabelle, in der Matrikelnummer und Vorlesungsnummer zusammengematcht werden. Das heißt, Hören hat auf der einen Seite sozusagen das B-Attribut, wenn Sie so wollen, der Matrikelnummer hier und der Vorlesungsnummer hier drüben. Also es geht sowohl nach links als auch nach rechts. Das Beispiel ist jetzt hier etwas schwieriger, weil wir hier drei Mengen haben, die tatsächlich miteinander verbunden sind. In der Definition hier oben haben wir nur zwei Mengen, die miteinander verbunden sind. Aber die Idee ist an sich das gleiche. Ein Join ist also eine Verbindung von zwei Mengen. Hier hinten R Kreuz S, also jedes Tupel aus der Ausgangsmenge R mit jedem Tupel der Ausgangsmenge S verknüpft und dann aber selektiert darauf hin, dass die beiden B-Teile jeweils übereinander liegen müssen. Damit kriegen wir ganz, ganz viel rausgeschmissen, ganz viele Zeilen, die wir in diese riesige Datenmenge reingebracht haben, die kein Gegenstück haben. Und damit kriegen wir am Ende eben auch nur die Studenten raus, die tatsächlich in Vorlesungen eingetragen sind. Die Vorlesungen, die keine Einträge haben, fallen raus. Die Studenten, die nirgendwo sind, fallen auch raus. Diese Verbindung hier, dieses Join,
erzeugt am Ende nur die Ausgangsmenge der wirklich überlappenden Einträge. Und probieren Sie das einfach mal ein bisschen aus mit dieser Relationenalgebra. Da gibt es auch sehr viele Übungen auf dem Internet dazu und vor allem auch die Übertragung in SQL und wieder zurück. Eine Umbenennung, wie Sie die hier sehen, ist auch relativ einfach zu machen. Folgt auch immer dem gleichen Muster. Wir nehmen die Ausgangsmenge Vorlesungen. Das ist die innerste Klammer. In den Vorlesungen haben wir ein Attribut, das heißt gelesen von. Dieses Attribut benennen wir um in Personalnummer. Und das kleine Rho wie Rename haben wir dann eine Personalnummer. Und diese Personalnummer hat nämlich jetzt den großen Vorteil, dass wir die nutzen können in einer anderen Tabelle, nämlich bei Professoren. Da gibt es nämlich auch den Eintrag Personalnummer. Der heißt nämlich so und eben nicht gelesen von. Und in dem Moment, wo der Personalnummer heißt, und hier wir das umbenannt haben, das auch Personalnummer heißt, in dem Moment können wir so einen Join machen, weil dann kriegen wir jetzt nur die beiden Seiten, die wieder übereinstimmen. Selektieren dann noch die Professoren raus, die einen sogenannten C4-Rang haben und projizieren davon nur noch den Namen und den Titel, denn den Rang brauchen wir nicht mehr und die Personalnummer brauchen wir auch nicht mehr. Und dann kriegen Sie genau diese Auswertung, die Sie hier sehen. Also hier auch nochmal gezeigt, es geht immer um Mengen und der Ausgangspunkt einer Operation ist eine Menge und das Endprodukt. Eine Operation ist auch wieder eine Menge, die wir weiterverarbeiten können. Und innerhalb dieser Menge selektieren wir immer nur einzelne Zeilen raus, benennen einzelne Spalten um, aber es bleibt eben immer eine Menge, es wird nie eine andere Form. Ein kleiner Unterschied noch im sogenannten Theta-Join. Beim Theta-Join packt man eigentlich zwei Sachen zusammen. Das, was Sie gerade eben gesehen haben mit dieser Umbenennung und der Selektion, wird jetzt quasi gleich an das Theta rangehängt. Das Theta, und hier sehen Sie runtergestellt, die Kriterien, nach denen ausgewählt wird. Das R und das S sind weiterhin noch das Gleiche. Nur die Operation ist hier dieses Theta-Join und dann mit den Prädikaten, die unten drunter stehen. Und damit kann man das relativ einfacher schreiben. Von der Schreibweise her sehen Sie hier, ist es das gleiche. R Kreuz S ist eigentlich die Ausgangsidee, Selektion über das Theta, das was hier unten als Attribute steht. Aber einfacher ist es, wenn man gleich das Theta mit den entsprechenden an das entsprechende Join dranhängt und dann erst die Auswertung macht. Warum ist das simpler? Dazu muss man wieder verstehen, wie Computer funktionieren. In dem Moment, wo ich R Kreuz S mache, brauche ich einen unglaublichen Speicherplatz. Wenn Sie vielleicht mehrere tausend Einträge haben in R und mehrere tausend Einträge in S, dann kriegen Sie mehrere Millionen Einträge in R Kreuz S. Und wenn Sie dann erst wieder anfangen, selektiv da durchzugehen, Zeile für Zeile, dann dauert das einfach seine Zeit. Es ist einfacher, diesen Verknüpfungsvorgang gleich mit dem Theta-Join durchzuführen, das heißt einen entsprechenden Algorithmus zu programmieren, der gleich bei der Auswahl der Zeilen diese Auswertung durchführt und damit ist man etwas schneller in der Durchführung. Was gibt es noch für Operationen? Den Mengendurchschnitt, da sind wir jetzt wirklich bei der Mengenlehre. Personalnummer derjenigen Professoren, die mindestens eine Vorlesung halten, auch hier wieder. Erst, wir arbeiten mit zwei Mengen, Vorlesungen und Professoren. Wir benennen aus den Vorlesungen heraus das eine Attribut, was gelesen von heißt, in Personalnummer um. Das ermöglicht es uns, in die zweite Tabelle, es mit der zweiten Tabelle zu verknüpfen, nämlich hier auch bei den Professoren nach der Personalnummer zu suchen. Hier gehen wir gleich nicht mit allen Professoren rein, sondern wir wählen gleich welche aus. Und wir projizieren auch hier die Personalnummer. Und hier projizieren wir auch die Personalnummer, dann haben Sie quasi eine einspaltige Menge und die legen wir übereinander mit einem Vereinigungsoperator. Dann haben Sie diejenigen Professoren, die mindestens eine Vorlesung halten, weil die eben da dann einmal aufgeführt sind.
Man kann das auch etwas komplizierter machen, das sehen Sie bei dem, was unten als Äquivalenz steht. Also wie auch im richtigen Leben, Multiplikation können Sie als mehrfache Addition darstellen, Potenz können Sie als mehrfache Multiplikation darstellen, gibt es so etwas auch in der Relationenalgebra. Viele Wege führen zum Ziel. Man muss es sich einmal bildlich und an den Mengen vorstellen, dann kommt man, glaube ich, da ganz gut hin. Und auch die Division ist eine etwas komplexe Durchführung, hat aber seinen Sinn. Man muss sich angucken, die Anfangsstücke von R, zu denen sämtliche Verlängerungen mit Tupeln aus S in R liegen, heißt, die Tupel aus S sind hier V1 und V2. Und wir sehen bei der Darstellung hier aus der Ursprungstabelle, M1 ist hier mehrmals verknüpft mit V1, mit V2, mit V3. M2 ist auch verknüpft, aber nur mit V2 und V3. Und daraus ergibt sich, wenn wir etwas suchen, wenn wir ein M suchen, das sowohl mit V1 als auch mit V2 verknüpft ist, dann gibt es nur dieses eine M1 und deswegen ist die Division das Ergebnis, was hier hinten steht. Muss man sich ein bisschen mal hinsetzen und das tatsächlich durcharbeiten. Aber wenn man es denn einmal hat, ist es einigermaßen gut vorstellbar. Das ist auch der große Vorteil von der Relationenalgebra, dass sie recht logisch ist. SQL nutzt verschiedene Sachen nachher aus der Programmierung. Das macht, das verschleift es ein bisschen. Die klarere Sache ist, es hier über Relationalgebra durchzuführen. Auch hier bei der Division gibt es wieder verschiedene Wege zum Ziel. Eine davon ist, dass man auch so eine Projektion machen kann und dann das durchführen. Das will ich Ihnen aber hier nicht vormachen. Das können Sie selber an verschiedenen Stellen nachschauen. Vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Video.